Jo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Hä? Ja, hier in unserem Lagerhallengedöns. Unserem bescheidenen Reich. Ja, man hört die Kühe hier, das ist total ätzend. So, und ich dränge die ganze Zeit schon so drauf. Oder ich warte schon sehnsüchtig darauf, endlich das Haus weiterzubauen. Ja. Ich habe Übrigens, habt ihr euch ja scheinbar entschieden dafür, dass das gar nicht so scheiße aussieht mit dem mit der Birke. Deswegen lassen wir es erstmal noch dran, würde ich sagen. Zumindest auf meinem Kanal war es so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, das war so und so. Also. Also im Moment würde ich es noch so lassen. Ja. Aber irgendwann, ich wäre dafür, wenn wir so den Feinschliff dem Haus geben, dann Na überlegen gut. wir uns mal was. Bevor ich gefragt werde, es ist nicht mehr Ovos Rustic, es ist Dokokraft Light. Ach, genau. Ich habe ja auch ein anderes Texturenpack, was die Leute ja jetzt auch noch gar nicht kennen. Also zumindest viele vielleicht nicht. Das ist der T42 sowieso. Ich werde es auf jeden Fall unten, zumindest bei mir, verlinken, und bei mir auf dem Kanal gibt es ansonsten auch für die Leute, die jetzt dann mein Video nicht gucken wollen. Das ist dann übrigens total verwirrend für die, die beide Videos aufmachen und nur von einem den Ton anhaben. Dann denken die, wir sind zwei völlig verschiedene Welten, weil das sieht wahrscheinlich ganz anders aus bei dir als bei mir. Ja, das ist halt jetzt mal zur Abwechslung ein 64er Pack. Ich finde es ganz schick. Gibt es natürlich hier und da bestimmt ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Aber gut, darüber habe ich ja auch ein Video gemacht, wo ich dann halt euch auch gefragt habe und so, und denk mal, die Mehrheit war dafür, dass das doch gar nicht mal so schlecht aussieht, und deswegen habe ich es einfach mal genommen. Meinst nur ein 32er? Aber ich finde es trotzdem schön. Es ist so ein bisschen mittelalterlich. So. Wollen wir. Ach, ich habe übrigens ein Bild gekriegt, vorhin noch. Da hat jemand das Haus nachgebaut. Okay. Als wenn es so toll wäre. So gut ist das Haus jetzt noch nicht, dass man das nachbauen müsste, aber schön, dass wir Fans haben, die Häuser nachbauen. Ja. So, jetzt ist die Frage, wollen wir da ein Dach drauf? Also ich wäre ja dafür, dass wir das Ding, wenn wir da schon so riesen Fenster drauf machen, dann muss eigentlich nochmal eine gute Ecke, wenn nicht sogar ein bis eine Etage mit noch einer Dachetage oder sowas. Keine Ahnung. Ja, dann müssen wir einfach nur eine Zwischendecke einziehen, oder? Ja, sollen wir dann jetzt diese Trennlinie, oder sollen wir überhaupt eine Trennlinie machen? Quasi dann auch mit Birke? Oder sollen wir, wie soll man das machen? Ich würde hier vielleicht Birkenbalken reinziehen. Quasi so, warte. Ja, ich hatte überlegt, da noch so Schräglinien zu machen, so. Oben Schick. drauf jetzt, aber dann ist natürlich die Frage. Ne, du willst jetzt oben noch eine Etage drauf machen, oder nicht? Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier so eine die Balken rein und machen aber die Zwischenebene ein höher noch. Oh Gott. Weißt du, dass diese Balken quasi hervorstehen? Als wären es tragende Balken. Weißt du, dann machst du die Decke nämlich hier hin. Pass auf, warte, ich muss mich mal hocharbeiten. Ja, da drauf, quasi. Genau. Ja. Die Decke wird dann quasi hier drüber so. Ach so, das ist altmodische, Ja, rustikale. ja. Oh, Und vor allem, du bist noch mal ein Stück höher. was ist halt Italien oder spanischer, du? Keine Ich habe Ahnung. keine Ahnung, ne. Also, ich weiß ja nicht, wie viel Birke du noch hast, aber das würde 17. für uns, ja, ich habe jetzt hier nur 28 aus der Truhe geholt. Ich brauch's ja nicht, ich brauch's ja nicht um diese Balken, die sind ja nicht so viel. Die hast du ja schnell gezogen hier. Ne? Also ich will das nicht. Ich will das nur da machen, wo die Balken halt hingehören dann. Okay, Oder. also machen wir diese Trennlinie, von der ich gerade sprach, besser nicht. Das ist. Ich weiß nicht, was du. Ja, wo Das du. war es ja dann im Prinzip schon. Ja, mehr Birke brauchen wir gar nicht. So viel haben wir gar nicht da drin. Okay. Das sind quasi die tragenden Balken, das hat man so früher gemacht, mit Holz und Balken reingezogen, die dann das ganze Konstrukt darüber halten. Wo man noch keinen Stahlträger in Wände gebaut hat und sowas. Ja. Und Ja da ich gut, hier keinen Stahlträger habe. nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem Holz farmen gehen. Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt 27 Holz, ich lasse die Birke einfach mal als unverarbeitet hier noch drin, das ist bestimmt nicht schlecht. Ja. Dann Oh, würde ich sagen, das. gehen wir pennen und dann Pennen ist gut, ja. pennen gehen Ja. und dann gehen wir auf Holzsuche. Und danach geht weiter. Holzsuche, als müsste man das irgendwie. Na egal. So. Gute Nacht. Ach, warte mal, Gute ja. Nacht. Oh. Ich lasse dich mal aussuchen. Aussuchen? Ich will mein Bett. Okay, nehme ich meins. Schlaf schön. Guten Morgen. Morgen. Käffchen. Da draußen brennen die ganzen Skelette. Brennen. Hahaha. Mord in der Hölle. Gut, ich mache mir jetzt eine Axt. Ich habe zwar nur eine, aber die kann ja mehr ganz so viel. Ich habe keine. Doch, warte. Diamant-Pickaxe und Iron-Pickaxe. Nee, ich brauche eine Axt, ne? Scheiße, habe ich nicht. Machst du mir auch eine? Ja. Cool. So. Eigentlich müssten wir jetzt jede Folge erwähnen, dass wir neue Texture Packs haben und wie sie heißen, weil sonst ja doch gefragt wird.
Nö, ganz ehrlich, ich finde das irgendwie ein bisschen panne. Ich finde auch, wenn ich jetzt einen Stream mache oder so, dann kommt auch mal so im 2-Minuten-Takt im Chat die Frage, was ist das für ein Texturpack? Und ich denke mir, Leute, bevor ihr solche Fragen stellt, ne, ist nicht so, dass wir keinen Bock haben, solche Fragen zu beantworten. Aber spätestens dann, wenn man die dann so innerhalb von 10 Minuten das gefühlt 30. Mal beantwortet hat, obwohl eigentlich solche Infos immer auf dem Kanal stehen und in der Videobeschreibung, kommt man sich langsam ein bisschen verarscht vor. Soll man dann die Videobeschreibung vielleicht in Zukunft einfach leer lassen? Oder sonst irgendwas? Ich weiß es ja nicht. Oder die Videos leer lassen. Genau, Nächstes die Mal machen Videos wir leer ein Video lassen. so. Nächstes Nur Mal stellen wir uns zurück, Videobeschreibung. dann erzählen wir einfach irgendwas so. Ja, Bla, so. bla, bla, bla. Ne, ne, ganz am besten nur so. Ah, ne, hab ich jetzt keinen Bock, muss ich gleich wieder wegmachen. Ganz Da das zuhauen, ey. ganz schwarz ist, ja. Jo, dann gehen wir mal Holz sammeln, wa? So, Holz Sollen wir die sammeln. Birken hier lassen? Wir können neu einpflanzen. Das ist doch auch Holz dann. Dafür hab ich sie angepflanzt. Ja, ich habe jetzt. Ja, aber ich habe jetzt überlegt. Ja gut, wer weiß. Also ich wäre jetzt nicht unbedingt schwer dafür, nochmal unbedingt nochmal was aus Birke zu bauen. Ja, eben, wir können auch aber die Birke ganz normal jetzt als Holz verwenden. Das Ja. ist kein Problem. Und du wolltest übrigens mit der Birke anfangen, ja, Ja, aber eben. ich hab Ich dir gesagt, weiß. dass es das nicht so gut aussieht. Ich weiß, das war meine Idee. Das ist einfach nur. Wir haben ja jetzt schon in mehrfacher Ausführung nur gesprochen. Da müssen wir ja. Wir können das jedes Mal beitreten, ist kein Problem. Naja. Ich habe ja sogar eins der Videos quasi danach benannt. Ja, Wie habe ich ich das nicht. genannt? Ich glaube, Birke gleich Scheiße, Fragezeichen. So, da passiert's. Machen wir mal einen kurzen Cut. Ja, gut. Gut. Tschüss. Ja. Muss mal ganz kurz unterbrechen hier, weil Telefon und so was. Aber jetzt machen wir einfach weiter. Ich habe schon mal ein bisschen weiter gefarmt. Ja. Wir können auch sagen, was war eigentlich. Also, meine Schwiegermutter, die war im Kino und hat mich vorher angerufen, also bevor sie ins Kino gegangen ist, dass sie ihren Schlüssel zu Hause gelassen hat und nicht zu Hause mehr reinkommt. Und ja, jetzt brauchte sie ihren Schlüssel wieder. Und also zufällig liegt hier einer rum von ihr und Ich hatte, als wir die Aufnahme ausgemacht haben, auch überlegt, ob wir nicht einfach hätten weiter aufnehmen können. Hätte ich halt weiter gefarmt, weißt du, wie ich meine? ja, aber es sähe ja für meine Folge ein bisschen doof aus, wenn ich dann nur rumstehe. Ja. Hätte ja, mir wäre bestimmt irgendwas eingefallen. Du hättest mich schon irgendwie eingebuddelt, Irgendwie ja. eingebuddelt oder sonst irgendwas, ja eben. Oder jetzt die ganze Wusstest Zeit du. vor meinem Gesicht tanzen können, das wäre auch gut gewesen. Ja. Mir fällt gerade auf, dass unser Birkenwald ganz schön groß ist. Ja, ich habe da hinten noch gut weitergemacht. Ich habe jetzt auch eigentlich alles nachgepflanzt, außer jetzt hier hinten, da könnte noch eine hin, ne? Aber macht ja auch nichts, wenn es mehr werden, also. Nö. Holz kann man immer gebrauchen. So. Ja, leider ist jetzt meine Stoppuhr auch aus, also wir müssen nach deiner Stoppuhr gehen, aber das ist ja kein Problem. Alles verpeilt hier. Ihr könnt ja mal einfach nur so als Battle und sagen, welches Hexafeld jetzt schöner ist. Das, was ich benutze, oder das, was der Mitchell benutzt. Ja, dafür müsst ihr allerdings bei beiden gucken. Ihr müsst ja auf beiden Kanälen zumindest mal reingucken. Das ist jetzt, tut euch nicht weh. Ist nur mal, auch wenn ihr jetzt mich nicht mögt, vom Mitchells Kanal könnt ihr mal kurz ein Video anklicken oder sowas. Oder jemanden fragen, der die Videos guckt und euch ein Bild macht oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Genau. Hey, Könnt ihr ja du einfach. guckst doch Ich bei kann Rasen, da. ne? Kannst du mal ein Foto von machen? Ich stream einfach demnächst mal ein Video dann. Dann müssen die Leute sich das nicht. Dann kriegst du nicht nochmal einen Aufruf. Da ist Naja, er herrlich. ja, man will auch schon Aufrufe haben, also. Nicht, dass du hinterher denkst, boah, die gucken ja alle. Die finden das ja gut. Ja. Ne. Apropos nicht mögen. Wo mir gerade was zu einfällt. Alt und langsam. So ein Thema für sich, was ich irgendwann mal so ins Leben gerufen habe, eigentlich ganz lustig fand und ich glaube von dir auch gar nicht so böse aufgenommen wurde. Ne? Hatten wir ja schon darüber gequatscht. Ja. Jetzt ist das nur so, dass ich mittlerweile so Hasskommentare deswegen teilweise kriege. Hast du Nicht nur verdient. in unserem Together, also ich glaube in unserem Together sogar weniger, sondern mehr so in den Live-Aufnahmen. Dann heißt so, bah, der Raser ist voll cool, la, lass dir mal in Ruhe und so. Sehr geil. Ja. Ich wollte das vielleicht an der Stelle nur mal erwähnen, dass das ja eigentlich nur Spaß ist, ne? Also es hat als Spaß angefangen, sagen wir es mal so, aber mittlerweile gehen mir diese alt und langsam Sachen eigentlich auf den Keks. Und deswegen ist es eigentlich schon gar nicht mal so schlecht, wenn wir das wieder lassen.
Ja, also das war jetzt auch nicht unbedingt von mir so gedacht, dass das jetzt so breit getreten wird, wie letztendlich wieder passiert ist. Ich meine, eigentlich müsste ich es am besten wissen. Nach den ganzen Aktionen, die bisher schon gelaufen sind, mit Frohe Ostern, Ach du Fuck und was weiß ich mal, was für Aktionen. Dass sowas ganz schnell geht. Aber, naja. Ja. Sprich, wir lassen es mit Aldo langsam. Also ich glaube nicht, dass ich mir das ganz verkneifen kann. Ja, aber vielleicht nicht mehr ganz so oft. Das wäre ja schon. Nee, blöd ist halt nur, dass halt andere auch noch mit angefangen haben, das immer wieder zu sagen. Zum Beispiel, als ich das dann beim Smokey mitgekriegt habe, habe ich mir gedacht so, oh, ob der Razzard das jetzt so toll findet, dass das jetzt schon so noch von anderen dann noch kommt. Ich habe mit Smokey auch schon mal drüber gesprochen und während wir, glaube ich, im Livestream waren bei dir, habe ich mit ihm noch nebenbei geschattet und ihm schon da gesagt, dass das nicht ganz so schön ist. Weil es doch irgendwie langsam ein bisschen viel wird. Und wenn da jeder dritte Kommentar unter einem Video alt und langsam ist, dann macht es mir keinen Spaß mehr, die Kommentare zu lesen und zu beantworten. Das mache ich eigentlich ganz gerne. Und boah, das will Alex. Ich auch beibehalten. Was denn? Warum macht die Bäume nicht so nah beieinander? Ich kriege jetzt schon da Anfälle. Wieso? Weil ich dann hier die ganzen Mammutbäume da wieder abfarben darf, ey. Ja, pass auf. Deswegen pflanze ich Birken. Das werden keine Mammutbäume. Ja, aber die verklumpen da trotzdem miteinander dann da. Ja, und du fällst doch sowieso jeden davon. Geht, ne? Also das ist kein Problem. Ich pflanze extra Birken, damit es keine Bäume werden. So, haben wir jetzt wieder genug Bäume angepflanzt, oder? Also ich, ja, man schon. Ich kann hier nochmal was hinmachen, so. Ich habe keine Setzlinge mehr. Ich habe alle Setzlinge, die ich aufgehoben habe, wieder hingestanden. Ja, ich habe so viele hier aufgesammelt, dass ich... Hier sind auch welche. Wir wohnen hier im Birkenwald. Ist doch schön. Boah. Ich hätte erzählt mit dem vielen Wasser, das habe ich vorhin mit dem Sepp nochmal gemacht, ne? An der Map. Ach, da warst du ja bei. Ja, ja. Wir haben wirklich Land gefunden. Sogar ganz cool. Mit Bergen und hast du nicht gesehen. Wir waren hinterher bei 4700. Entfernung vom Zuhause. Da hinten stehen noch Bäume, die müssen wir unbedingt noch fällen, aber so weit weg, mein Gott. Ne, wir haben auch genug. Können wir überhaupt mal Bäume zählen. Hat er dich rausgeschmissen, Hundi? Ne, du bist gar nicht mein Hundi. Ich hab nämlich auch einen. Ich hab Offscreen hier, ne? Ja, ja, du wieder hast gefudelt. Einen Hund gesucht. Nee, du hast ja... boah, hier kann man einen tollen Baum hinstellen. Das sieht bestimmt scheiße aus, deswegen lasse ich das. Ja. Ja, ja. Du bist aber ein süßes Kerlchen. So, dann packe ich mal die blöden Setzlinge wieder weg hier. Die ist da blinks. Ob der Mitchell dich wiederfinden wird? Na hier. Ich scheiß drauf. Wo bist du? Ich höre irgendwas. Ich bin im Haus. Wo sonst? Ja. Ja. Jojo, jojo, dort, jojo, dort. Wo hat er denn hingepackt? Ist ja dunkel, wollen wir schlafen? Wo hast du den Hund hingepackt? Hast du den eingebuddelt? Jetzt komm. Sag mal, wo du den hingebuddelt. Aha. Sieht man doch, da wo er war. Ich hab ihn. Ich weiß, hast du den armen Hund. Komm auch hier jetzt. Mein, er buddelt den Hund. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen mit Tierlieb und so was, ne? Ich buddel alle Tiere rein. Siehst du noch unter unserem Haus, da sind ganz viele Schafe und ich. Der kommt mir nicht ins Haus, der ist doch nass. Ein Umweg. Das bist du selber schuld. Du hast den in dein Leben reingedingenst. Der verdreht sich nicht mit meinem Hund. Ja, dann macht meiner deinen halt kaputt. Jetzt komm rein. Komm rein, Hundi. Okay, dann nicht, dann bleibst du draußen. Komm her jetzt, setz dich da hin, da, du brauchst doch nicht ins Fenster reingucken. Boah, behindertes Etwas, ey. Alt und langsam. Na gut, so, das war schlafen. Nicht Runde, achso. Ach, ich musste jetzt... ja gar nicht schlafen, ach ja, es war ja wieder, ich hab geschlafen, im Stehen. Glaub mir. Ich muss ja eigentlich auch nicht pinnen, ne? Ja doch, einer muss ja besser gehen. Naja, aber... So, Holz haben wir? Sagst du, Holz haben wir, gut. Ja, das reicht auch. Und nur ein 64er Stick jetzt umgewandelt, da müsste eigentlich schon... Zumindest fürs Erste. So, die Schaufel brauchen wir nicht. Okay, so machen wir halt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir das dahinter machen werden. Ah, ich weiß schon, wie ich hochgehe. Ich fange jetzt nämlich hier draußen an. Da muss ich mir noch was überlegen. Mach ich so.
Ach, kommst du auch endlich hier hoch hier? Ich dachte, du wolltest mich alleine arbeiten lassen. Aber eigentlich erst der Plan. War das jetzt hiermit? Weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich das anders. Ich habe noch nicht. Kann man immer noch zumachen, oder? Dachte ich. Boah, das ist ja so hässlich hier oben, ne? Was, weil es so holzig ist? Boah, sondern. Guck mal. Guck mal hier. Richtig gut. Unfertig? Fragezeichen? Cobblestone mit dabei? Nein. Von außen sah es gut aus. Ich habe Stonebricks. Toll. Das Haus wirkt von hier oben natürlich nicht ganz so schön. Ah, herrlich. Ach Mist, was machst du denn hier? Ah! Schön. Okay, von hier bauen ist voll doof. Ja, deswegen bin ich auch hochgegangen. Lalalalalala. Aber ich finde es gerade so immer noch besser, als da oben immer runterzufallen. Warst du heute wieder bei